Kennen Sie das auch? Sie haben Top-Video-Ideen, einen Greenscreen, Softboxen, aber keine Freunde, die Kamera halten können? Hier bietet das 8-Euro-Stativ von Gearbest die Lösung. Freund AD Film Joche. Bleiben Sie jetzt dran und Ihre Freunde können Ihnen für immer egal sein. Und sollten Sie doch welche haben, dann bleiben Sie halt dran. Ein Stativ hilft irgendwie immer. Doch mal im Ernst, was kann ein Stativ für knapp 9 Euro bieten? Fangen wir doch bei den Basics an. Der Tripod ist 110 cm groß und wirkt im ersten Moment sehr leicht und die Verarbeitung etwas fragwürdig. Baut man das Stativ dann jedoch auf, indem man die jeweils drei Klappen an den Seiten öffnet und die Beine auszieht, so wirkt das Stativ doch schon deutlich wertiger, auch wenn die dünnsten Beine schon etwas klapprig sind. Die Klappen hingegen saßen im Test immer fest, nie ist das Stativ in irgendeine Richtung abgesunken oder ähnliches. Obwohl es im ersten Moment also vielleicht nicht so wirkt, bringt die gesamte Konstruktion schon eine gewisse Stabilität mit sich. Zusätzlich lässt sich das Stativ am oberen Ende noch einmal ausfahren, um so auf die 1,1 Meter Höhe zu kommen. Ein Negativpunkt ist jedoch der Scharnier, der die Füße zusammenhält. Dieser kann nicht festgedreht oder in irgendeiner anderen Form befestigt werden. Ein häufiges Runterschieben steht also in der Tagesordnung. Hat man dann jedoch eine geeignete Kameraposition gefunden und das Stativ fest aufgestellt, so bleibt alles an seinem Platz und die Kritik relativiert sich wieder. Glänzen kann das Stativ vor allem beim Stativkopf. Dieser lässt sich nach links, rechts, oben, unten und sogar seitlich neigen. Die seitliche Neigung ist jedoch nur nach außen vorgesehen. Zwar sind diese Bewegungsrichtungen eigentlich Standard, trotzdem hat mich die Bewegungsvielfalt, die man hier für knappe 9 Euro bekommt, beeindruckt. Auf der Oberseite finden wir dann noch die Standard 1/4 Zoll Stativschraube. Für die exakte Ausrichtung steht außerdem noch eine Wasserwaage zur Verfügung, ein Fakt, über den ich für den Preis von momentan 8,79 Euro besonders froh bin. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 9 Euro Stativ vor allen Dingen eins ist: portabel. Geliefert mit einer kleinen Tragetasche und einem Gewicht von gerade einmal 335 Gramm ersetzt es vielleicht kein Coolmann-Stativ, ist dafür aber auch nur ein Bruchteil so teuer und vor allen Dingen nur ein Bruchteil so schwer. Wer auf der Suche nach einem kleinen, portablen Stativ ist, was man wirklich überall hin mitnehmen kann, der ist hier genau richtig. Außerdem ist dieses Stativ mit einem Preis von 8 bis 9 Euro je nach Kurs der perfekte Einstieg in die YouTube-Welt bzw. auch in die Filmbranche. Vor allen Dingen, wenn man gerade noch am Anfang steht und mit dem Handy filmt. Alle Links findet ihr wie immer in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall einen Daumen da. Schreibt mir noch Kritik und Anregungen in die Kommentare. Ansonsten teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, habt einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Ciao.